Eine Aufgabe aus der Elektrotechnik. Wir haben diesen einfachen Stromkreis mit vier Widerständen und sollen die drei Stromstärken I1, I2 und I3, die durch die Widerstände fließen, ermitteln. Wir können für jeden Widerstand das ohmsche Gesetz formulieren: U1 R1 mal I1, U2 R2 mal I2 und U3 R3 mal I3. Nach der Kirchhoffschen Knotenregel ist I1 gleich I2 plus I3. Nach der Kirchhoffschen Maschenregel ist einerseits U1 plus U2 gleich U und andererseits U1 plus U3 gleich U. Substituiert durch das Ohmsche Gesetz ergibt sich R1 I1 plus R2 I2 gleich U bzw. R1 I1 plus R3 I3 gleich U. Wir erhalten drei Gleichungen für drei Unbekannte und wandeln dieses lineare Gleichungssystem in die Matrizenform um. Wir wollen dieses lineare Gleichungssystem für die hier angegebenen Werte lösen. Wir formulieren die gaußsche 4x3 Matrix und wandeln jetzt diese Matrix so lange um, bis wir nur noch Einsen in der Diagonale zu stehen haben. Wir ziehen zunächst die dritte Zeile von der zweiten ab und dann 60 mal die erste Zeile von der dritten Zeile. Dann multiplizieren wir die dritte Zeile mit 200 durch 60 und ziehen sie von der zweiten Zeile ab. Wir dividieren die Zahlen in der zweiten Zeile durch 416,6 Periode. Jetzt ziehen wir die zweite Zeile 110 mal von der dritten Zeile ab. Anschließend dividieren wir die dritte Zeile durch 60. Jetzt addieren wir Zeile 2 und 3 zu Zeile 1. Und wenn wir jetzt Zeile 2 und 3 vertauschen, haben wir die gewünschte diagonalen Form, die nur noch Einsen enthält. Entsprechend ist I1 gleich 0,1, I2 gleich 0,02 und I3 gleich 0,08 Ampere.